Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallo meine lieben Chicos und Chicas da draußen, der Kuro ist mal wieder am Start mit dem Slay, hi Leute, und einer kleinen Runde Let's Play Skyrim. Wir haben ja als letztes damit aufgehört, dass wir die ersten Teile der Gefährtenquest fertig gemacht haben und jetzt zum Werwolf-Pferden können, was wir auch erstmal definitiv machen. So, ne? als allererstes. Ja. Und wir haben unser Silberschwert verzaubert. Du kannst schon. Ja, ich weiß. Ich war gerade irgendwie ein bisschen dämlich mit Knopf drücken. Ah Gott. Ich muss mich erst wieder mit der Steuerung umorientieren. Da ist unser Silberschwert namens SFG. Erstmal ausrüsten. War es doch schon, oder nicht? Nee, habe ich jetzt gemacht. Was ausgerüstet war, war unser Bogen. Oh. Der Skyline. Wir brauchen noch einen besseren Skyline. Der Skyline kommt nichts. Ja, seid stimme ich dir zu. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Oh, das ist Gott. Ein Geschenk. Tretet ein. Ja, wenn ich eintrete, ist kaputt, also lass ich's. Ja. Ich hoffe, dass ihr agiert. Guck mal, sieht das nicht toll aus. Voll sexy. Aber echt, die sind weg. Alter, wie lange braucht ihr? Wo ist er denn, Alter? Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verdammt, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Gut. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Ich weiß ja vereinen? Nicht. Aber ja. Nun denn. Komm schon, schlitz sie auf. Los. Ist echt langweilig. Aufschlitzen. Schlitz ihren Gedärme auf. Also normal. Häng ihren Gedärme auf. Ich find's immer noch genial. Er schneidet ihr fast die Hand ab. Und dann gibt's einfach nur einmal Klatsch und schon ist alles voll. Aber naja. Ist ja nicht so, als suchen wir gerade Logik in Skyrim. Oder? Junge. Pack dein scheiß Laptop weg und komm. Er war vorhin auch die ganze Zeit am Tablet. Ich habe auch öfters dahin geguckt als du. Ich guck da auch hin. Ja. Ich kann auch blind schreien. Wir sind alle unprofessionell. Du doch auch. Ja klar. Wie viele Abonnenten hast du nochmal? Ach ja, scheiße, die greifen mich ja an. Habe ich irgendwie vergessen. So ein Scheiß. Ich bin verkehrt rausgegangen. Hoppala. Hä? Ach Gott, ich komme schon wieder mit den Knöpfen durcheinander. Scheiß Nintendo-Steuerung. Achso. Ja, du zockst ja zur Zeit Omega. Ja. Ach, da lang. Ja, ich bin ein bisschen unbeholfen als Werwolf. Meine Güte. Erstmal wieder als Werwolf klarkommen.
Ach ja, immer diese ewigen Ladebildschirme. So. Ja. Aha. Von einem Ladebildschirm in den nächsten. Heute ist Tag des Ladebildschirms. Ja. Aber wir haben wundert's. Ja. Das so. Ist Mr. T. Ja, so sehen wir aus. Ich habe das voll verpasst. Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Alter, wir haben eine Fackel im Körper stecken. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Stimmt doch was nicht. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Nimm diese Fackel aus mich raus. Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Weißt du, was wir uns noch holen? Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr seid. Der Werwölfe. Damit kannst du ja aussuchen, wann du zum Werwolf führst. Die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Ja, müssen wir noch so grob wissen. Aber dann müssen wir erst noch ein bisschen weiter in der Hauptstory weiterkommen. Okay. Wie wär's, wenn du dich erstmal wieder anziehst? Nee, wie wär's, wenn ich mich erstmal hier hinstelle und wir dann erstmal voll fett Äste durch den Körper stecken haben? Jo. Ja. Wir haben, du hast die Rüstung auf Famos gelegt. Ja. Diesmal nehme ich aber auch die Beine mit. Es sieht einfach nur so episch aus mit diesem Überbiss und dann den Helm. Oder? Ein bisschen. So, ich habe natürlich wieder was vergessen. So. Ach ja, da war Rennen. Warum mache ich nicht gleich Schnellreise? Weil wir schon da sind? Nein. Doch? Wow. Ich meine auch was, dass sie nicht versteckt mich im Fels. Das funktioniert nur leider nicht. Das ist gut, dass ich nicht gesagt. So tötet man. Braucht man nicht mehr. Hab ich ihn gerade gegen den Kopf gehauen? Ja. Okay. Warte mal, da ist irgendwo. Jetzt können wir auch ein paar Eisenschwerter mitnehmen und die später verkloppen. Das waren Silberschwerter, Digga. Ja, mach ich doch. Ja, warte, erstmal. So. Ja, okay, dann nehme ich ihm noch ein paar Silberschwerter mit. So, zufrieden. Er hat noch keins. Eine Silberhand ohne Silberschwert. Oh mein fucking Gott. So, jetzt erstmal rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ladebildschirm. Ich glaube, wir müssen noch mal ein Level ab, ne? Dann passt das wieder mit der Folge. Also halt dich ran. Ja. In der Ladebildschirm nicht mal so lange wäre. Aber ich würde sagen, dann verbessern wir auch erstmal unser Schmieden. Hätte ich da jetzt nicht dran ziehen sollen? Oh. Musste, ja, doch, musste ich. Schade.
silberne Hand. Ich nehme mir dein silbernes Schwert. Das hört sich falsch an. Minimalistisch. Aber nur minimal. Da ist noch eine Truhe. Die hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen, aber das Schwert lasse ich da. Das bringt nicht so viel. Ja, Heilung nehmen wir mal mit. Guck mal, der hängt aber auch echt chillig ab, ne? Nein, ich will seine Hose nicht haben. Was? Ja, deswegen will ich sie ja nicht. Vor allem, wenn es Wirbel war, überleg mal, was da alles im Darm ist. Blödes Mistvieh. Wundert mich nicht, dass es hier auch Ungeziefer gibt. Du sollst doch nicht immer so von ihr reden. Ey, Ayela ist cool, ich mag die. Was? Die haben mich schon gesehen. Ich weiß, dass sie mich gesehen haben. Nee, ich kann noch das hier. Warte! Ich wollte doch nur spielen! Was hält er denn jetzt? Ach, der ist tot! Du kannst gar nichts, ich hab die umgebracht. Und jetzt? Ich hab das mal erlebt, da waren die so dämlich und haben ihre eigene Falle. Darf ich das mal ausreden? Nein. Ich hab das mal erlebt, da waren sie so dämlich, haben ihre eigene Falle ausgelöst und sich damit selbst umgebracht. Du musst ja mal eine Hand halten, ne? Was ja. Wartest du? Komm, wir nehmen jetzt die mächtigste Waffe mit. Wir sind keine Barden. Schade. Überleg mal, was ein Pummeluff eigentlich ist. Oh mein Gott. Denen können wir nicht mehr helfen. Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle ihm vor ihrem Tod angetan hat. Nein. Die haben sehr wenig Dietrich hier. Ist das mal aufgefallen? Ja, weil du auch immer alle kaputt machst. Ich habe in der letzten Folge nicht einen Dietrich gebraucht. Ja, weil du auch kein Schloss aufgemacht hast. Verdammt. Also mein Schlossknacken-Skill ist definitiv höher als deiner. Ich habe mit zwei Dietrichen ein Meisterschloss aufbekommen. Ja, ist ja schon gut. So. Siehst du? Ey, du hast rumgeholt. Ich verzauber lieber unser Schwert wieder neu. Alter! Geh weg! Oder du bist die Nächste. Einfach nur gucken, was die denn so dabei haben. Und ja, wir müssten beim nächsten Mal Gesundheitsabsorptionszauber irgendwie anschaffen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas schon mal gefunden haben. Deswegen sagte ich ja, müssten wir mal finden. Nee, und Werwolf will ich nicht.
Hier geht Knoblauch, hier sind Vampire. Oh Gott. So, was gibt's jetzt noch? Außer zwei Tote. Ein Apfel. Nee, der ist mir zu gesund. Ein paar Köpfe. Der hat sich gerade durch die Tür gebackt. Darf der nicht. Was ist das denn jetzt für ein Lamer-Kampf? Wieso hast du mit der eigentlich keine Probleme und die mich tötet so am laufenden Band? Ich weiß nicht. Vielleicht weil ich aufgeladene Angriffe benutze und du nicht. Und jetzt frag nicht, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ja. Das Schwert ist immer noch nicht geladen. Ja, aber die schießt doch gerade. Oh. So, und dann lade ich jetzt erstmal das Schwert. Der ist noch ausreichend geladen. Folge 12, Level 12. Ja. Falls Folge 12 ist, oh. Wir wissen es auch nicht. Paketa-Knopf gedrückt. So, Gesundheit oder Ausdauer? Gesundheit. Ja. Ja, das bräuchte ich sowieso. Gute Frage. Also ich habe beim letzten Level Ausdauer gemacht. Gut. Wir wollten Spielekunst verbessern. Ich bin doch schon da. Hallo, ich habe dich doch schon lange. Das ist doch okay. Hast du doch nicht gesagt. So, mal gucken, was gibt's hier noch. Oh ja, ich glaube, das Leder nehme ich mit. Es ist Folge 12. Unglaublich, aber wahr. Ich bin kein Superstar. So, hier ist eine Truhe. Lol. Oh. Speicher vorher lieber. Stimmt. Nein. Ja, wir speichern mal. Der Kampf mit der Truhe. So, jetzt volle Konzentration. Kaputt. Willst du mal? So, wenn es richtig geht. Oh, der Skyline ist an, ist jetzt dran. Wie geht es überhaupt nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Na, schaffst du es? Schaffst du schon, ne? Die ganze Dinge jetzt so kaputt. Eigentlich. Wir haben vorher gespeichert, das heißt, wir haben danach noch ein paar Versuche. Ist das nicht verarschen? Es ist ein Meisterschloss. Und ja, das ist das wieder so ein Kackmeister-Schloss, wo X drin ist. Nein, da ist was drin, das weiß ich. Wow! Interface! So, hab ich euch 85 Gold und Stahlschwert geschenkt. Ja, vor allen Dingen, du hast Schlossknacken gelevelt. Tja! Bitches! Bitches? Bitches! Ah, ich hab Bitches verstanden. Es ist nichts wert und es kann nicht. Deswegen verkaufen wir es auch. Es ist nichts wert und es kann nicht. Deswegen verkaufen ist was wert. Ja, Hauptsache irgendwie Geld reinkriegen. Ich meine, wir sind fast pleite.
Moment gleich. Ein Vierer, ey. Ja, guck dir unser Gold an. Ja. Da gibt's nicht viel zu gucken. Das ist es, ja. Jawohl! Hallo! Aha. So. Wow. Ja, ich habe unser ich habe gerade ein bisschen was umgewandelt. So. Oh, sieht Gott, auch aus. Oh Gott, warte, wie wollte ich mir den? Hm, ich glaube, das war ein Vampir. Bei der silbernen Hand. Passiert. Ja. Krankheit brauchen wir nicht, haben wir schon. So. Du musst oben lang. Ich weiß, dass ich oben lang muss. Ich wollte nur mal gucken, ob unten noch was ist. Ein Kaiserlicher. Mit Hut, Stiefel und Kleidung. Wieso liegt da ein toter Kaiserlicher? Experimente. Ich weiß ja nicht, dass ich sterbe oder dass er tot ist, aber ich mag keine Kaiserlichen. Mhm. Wow. Warte mal, da ging es gar nicht weiter, das war hier. So. Das Fell. Da ist kein Fell. Ja. Leute, wie sieht er das? Ist der Todschrote zu ihm gekommen? Ganz ehrlich, die müssen die immer alles in die Kommentare schroten, nur weil du nicht weißt, ob der tot ist oder nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sieht's. Ich meine, guck dir mal an, wie der da liegt. Der schläft eindeutig, der ist nicht tot, der schläft nur. Willst du nicht mal alles einsammeln, was da rumliegt? Was liegt denn da noch rum? Da kannst du zum Beispiel nochmal was lesen. Ach Gott, lesen ist überbewertet. Bringt doch eh nichts. Da ist noch eine Tür, die du noch nicht aufgemacht hast. Komm, was war das denn? Aber da sieht man mal, wie knapp das eben gerade war bei Skyline, ne? Mhm. Einmal was verkehrt gemacht und das Ding wird sofort gebrochen. Der war im Meisterschloss sowieso. Hm, Schätzungen, was meinst du? Wie viel ist da drin? Warum gehe ich jetzt nach vorne? 25. Achso, sieh. Du sagst 25? Ja. Oh, knapp. 24. Ja, und hat ein Meisterschloss aufgemacht. Und eben gerade als ich bei dem Türschloss hier war, ist er mir sofort abgebrochen. Oh, Seelenstein. Und Gold. Ich habe die Holzschale mitgenommen. Ach, die können wir verkaufen. Warte mal, da liegt noch ein Stück. Die Holzschale ist wirklich nichts wert. Also die bringt echt 0,0. Ja und? Trotzdem. Kann ich auch mal sinnlosen Schrott an so einen Händler verkaufen, der dann auch sonst immer Schrott verkauft. Hm, sollte ich vorher speichern? Oh, das hört sich ja lecker an. Ja, bitte? Warum? Ich höre? Ich bin ganz Ohr. Wo bist du denn, Alter? Soll ich oder soll ich nicht? Speicher. Nein, ich will nicht vorspulen. Das macht ja gar keinen Sinn. Huh. Okay. 6 Minuten für diesen epischen Fight. Was war das? Hat die mich gerade getreten? Ja. Nein! Okay, versuch nur eins. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. War eigentlich gerade auf Ausdauer gedacht. Du hattest sie ja fast. Das waren ein, maximal zwei Schläge. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Hallo, Fuß, aufwachen. Hallo. Ja. Gott.
wenn das Lane nicht wirklich pennt. Hä? Was? Nein, hier ist keiner. Ich tue nur so. So, ich mache jetzt erstmal was Sinnvolleres. Ja, geh aber direkt erst auf die Anführerin. Was war das? Ja, wenn ihr nicht dauerhaft Bogenschützen werden. Das war gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt alle auf Dings gelegt habe. Das ist meine Reaktion. Wir haben zu wenig Tränke. Ich probiere gerade mal was. Weil wir standen ja jetzt wieder mit den Tränken, die wir vor dem Tod hatten, ne? Ja. Hatten wir nicht, bevor wir gespeichert hatten, mehr? Nein. Ich glaube, wir starten ja immer ab dem Punkt. Warte mal, was? Kräfte. So. So geht das halt gut. Wir vergessen immer wieder, dass wir das können, ne? Ja, weil ich spiele halt nicht so häufig wie Ork. Mit dem? Ja. Ja. Anziehen? Ja. Die ist genauso gut wie unsere. Vorteil ist einfach nur, wenn wir uns jetzt in den Werwolf verwandeln, bleiben wir angezogen. Bei Rückverwandlung. Ja, geh auch mal auf Bekleidung. Ja, schmeiß die beiden weg, weil wir sind zu schwer. Hm? Mhm. War hier nicht irgendwo noch ein Tote? Da. Das nehme ich jetzt aber nicht mit. Wir haben noch eine Truhe vor uns. Und wir haben noch die Tante vor uns. Mhm. Die Bastard. Welche Tante? War einer unserer Die Hautabzieherin, die müssen wir auch noch looten. War das ist jeder machtlos. Nein, das war die nicht. Er hätte nicht ohne stimmt, die müssen wir ja auch noch. Losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, mal, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit ja, vor uns. So wie immer. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Bis zum nächsten Mal. Stopp, ich wollte doch den Pelz auch haben. So. Jawoll! Wo ist die denn jetzt? Hey, du stehst gerade vor der Truhe. Nimm doch erstmal die Truhe. Wow. Ja, ich nehme erstmal. Oh, guck mal, Dietrich. Du sagst, das fertig noch? Ja. Hey, nimm doch alles mit. Was soll ich denn alles mit? Hallo. Guck dir mal unser. Granitstein. Stahlbahn haben wir auch gebaut. Das Ding kannst du direkt lesen. Und der wiegt nichts. Der hat Gewicht 8. Hier, den können wir auch gut verkaufen. Sind wir aber 299. Ich guck erstmal bei Büchern, was haben wir denn da? So, wo ist die jetzt? Da irgendwo in der Ecke hast du die gekillt. Was wir hier? Ja. Ah, da. Der ist besser als uns, doch.
Oh Gott. Mitnehmen? Ja, dann schmeißt du ein, zwei Stahlschwerter weg. Brauchen wir ja noch nicht mal. Bekleidung, Helm aufziehen. Ja, aber den können wir noch entzaubern. Den? Ja. Schau mal, das kannst du hier gar nicht nachgucken. Okay, Waffen. Guck mal, wir haben 12 Silberschwerter. Schmeiß davon noch 2-3 weg. Hier machen wir 3. Ich glaube, das war's. Du musst doch mal mit Ayela reden, was unser nächstes Ziel ist. Mhm. Habt ihr die... Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Rift herumschnüffelt. Mhm. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Ja, und damit sage ich erstmal Tschüss, Frau Heuter. Ciao, Leute. Wir beenden die Folge hiermit jetzt. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann nachher nochmal beim Advents-Special. Beim letzten dann. Beim letzten, ja. Er hat nächste Woche die Folge. Ah, stimmt. Oh Gott, Intelligenz ist manchmal auch echt selten. So. Ja. Also dann. Ciao. Ciao. Ja, mach auch.